Herr Professor Jakisch, Herr Professor Schneeweiß, wir sind hier beim AGO State of the Art Meeting 2020 in Frankfurt und berichten über die neuen Leitlinien bzw. Empfehlungen der Fachgesellschaft. Es gab möglicherweise, das will ich von Ihnen hören, Neuerungen zur neoadjuvanten systemischen Therapie, also der Therapie, die der Operation vorgelagert ist. Gab es hier Neuigkeiten, Herr Professor Schneeweiß? Ja, also wir, das heißt die AGO-Kommission MAMA, hat gefordert oder fordert jetzt, dass man wirklich bei Patienten mit neu diagnostiziertem, nicht metastasiertem Brustkrebs genau evaluiert, ob eine Indikation für eine Chemo- oder Chemo-Antikörpertherapie besteht. Und wann das der Fall ist, sollte man diese auf jeden Fall präoperativ neoadjuvant machen. Warum? Die alten Studien, die das Ansprechen auf diese neoadjuvante Therapie nicht benutzt haben, um die postoperative adjuvante Therapie zu steuern, haben gezeigt, dass es egal ist, wann man die Chemotherapie macht. Ob neoadjuvant präoperativ oder adjuvant postoperativ, das Überleben war gleich. Aber jetzt wissen wir, wenn man das Ansprechen des Tumors in der Brust und in der Achselhöhle auf diese präoperative Chemo-Antikörpertherapie benutzt, um die postoperative Therapie zu steuern, das heißt bei schlechtem Ansprechen zu eskalieren, dass man dadurch die Prognose, das Überleben dieser Patientin verbessern. Das wissen wir jetzt von zwei großen Studien für die HER2-negative Erkrankung aus der CREATE-X und für die HER2-positive Erkrankung durch die Katharineschule. Deswegen fordern wir bei Indikationsstellung für eine Chemotherapie, Chemo-Antikörpertherapie, diese präoperativ neoadjuvant zu machen und sich dann an dem pathologischen Ansprechen zu orientieren, ob man die postoperative Therapie intensivieren muss. Das heißt, unabhängig von der Tumorgröße, immer wenn eine Chemotherapie angesagt ist. Korrekt. Unabhängig von Tumorgröße oder Nodalstatus, wenn man aufgrund der klinischen Tumorgröße, des Lymphknotenstatus in der Axilla, den man bei Verdacht auf Lymphknotenbefall, da wird Professor Jakisch noch drauf eingehen, immer durch eine Stanze sichern sollte und anhand der Immunhistologie, also der feingewebigen Untersuchung mit Nachweis bestimmter Marker, wenn man anhand dieser Parameter sagen kann, hier ist eine Chemotherapie indiziert, sollte man diese präoperativ neoadjuvant machen. Und zum Thema Lymphknoten, Herr Professor Jakisch, es war ja immer so, dass der Wächterlymphknoten bestimmt wurde und dann erstmal untersucht wurde, um das Ausmaß der Krankheit vielleicht besser bestimmen zu können. Wie wird jetzt mit dem Lymphknoten verfahren, wenn vor der Operation schon medikamentös behandelt wird? Also eines bleibt sicher festzuhalten, dass die neoadjuvante Systemtherapie eine etwas anspruchsvollere Therapie geworden ist. Sie braucht eine gute Logistik, sie braucht eine gute Dokumentation. Es ist also zwingend erforderlich, dass der oder die Tumoren in der Brust mit Clips markiert sind, dass man weiß, wo saß der Tumor. Das Gleiche gilt heute für die Lymphknoten in der Achselhöhle, die man, wenn man sie histologisch sichern kann, dann auch biopsiert, dort auch einen Clip markiert und dann nach der neoadjuvanten Therapie Brust und die Achselhöhle operativ saniert, zu einem einfachen Zweck, nämlich um die pathologische Komplettremission festzulegen. Und dazu muss ich die Brust operieren, um dem Pathologen die Chance zu geben, zu sagen, wie viel Tumor ist noch vorhanden. Und gleichzeitig in der Achselhöhle zum Beispiel einen solchen Lymphknoten, den ich vorher durch eine Stanzbiopsie gesichert habe, dass der Tumor befallen ist, zu schauen, ob er konvertiert ist zu einer Komplettremission. Das nennen wir eine Targeted Axilla Dissection. Etwas aufwendig gut zu machen, das ist einer der wesentlichen Punkte. Und das, was Professor Schneeweiß gerade gesagt hat, wird jetzt eigentlich klar. Die Chemosensitivitätstestung in vivo zeigt uns, welcher Anteil des heterogenen Tumors, ob er nun triple negativ ist oder HER2-neu positiv oder was auch immer, die Therapie schafft es ja nur, den Zellklon zu entfernen, der auf die Therapie sensibel wirkt. Und dann, glaube ich, das haben wir in dem Artikel sehr schön herausarbeiten können, bleibt die postneoadjuvante Therapie der aus unserer Sicht wirklich absolute Gewinn, sich dann nochmal genau Gedanken zu machen, was mache ich mit den Zellen, die sozusagen als Non-PCR in Brust oder Axilla übrig bleiben. Da gibt es neue Technologien und neue Ansätze, das in klinischen Studien wieder zu prüfen. Also es ist ein zweischneidiger oder ein Zwei-Etappen-Rennen, das da gefahren wird. Und das haben wir in der adjuvanten Situation nicht, weil wenn dort der Tumor
operativ entfernt ist und ich eine adjuvante Systemtherapie mache, was vollkommen legitim ist in bestimmten Dingen, habe ich die Möglichkeit nicht zu sehen, wie effektiv ist die Therapie. Ich glaube, das ist eine der wesentlichen neuen Herausforderungen, weswegen man sich dieser Logistik und der damit verbundenen Technologie letzten Endes annehmen muss. Und wenn die Lymphknoten bei der ersten Diagnose völlig unauffällig sind, muss dann auch irgendwas markiert werden oder macht man dann einfach ganz normal die? Wenn die unauffällig sind, gibt es nichts zu markieren. Dann würde man die gleichen Prozeduren machen wie bei der klassischen Sequenz. Den Sentinel-Lymphknoten würde man tun. Man würde ja ungern durch das Timing der Systemtherapie der Patientin eine unnötige Morbidität durch eine unnötig aggressive Chirurgie in der Axilla zumuten wollen. Und das heißt, insbesondere, wenn die Lymphknoten nicht betroffen sind. Das Vorgehen dann gleich. Wie sieht es aus mit der neoadjuvanten antihormonellen Therapie? Das ist ja noch ein neuer Ansatz, ja. Aber gab es da jetzt irgendwelche Ideen oder Planungen? Das ist eine sehr gute Frage. Dazu gibt es jetzt keine neueren in unseren Empfehlungen, aber es gibt ja eine große Studie, die bei Patienten in der Postmenopause mit hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem Mammakarzinom einfach in der Wartezeit auf die OP 2 Wochen lang ein Aromatasehemmer gegeben hat. Hat dann geschaut, wie diese Aromatasehemmertherapie die Wachstumsrate in diesem Tumor verändert. Und wenn die Wachstumsrate nicht reduziert wurde, das heißt, obwohl das eine hormonrezeptor-positive Erkrankung war, diese Aromatasehemmer in 2 Wochen nicht richtig gewirkt hat, dann hatten die Patienten unter alleiniger postoperativer endokriner Therapie eine schlechte Prognose. 20% Rückfallrisiko in 5 Jahren. Während wenn diese Aromatase in der kurzen Zeit schon einen deutlichen Effekt hatte auf die Proliferationsrate, die Wachstumsrate, dann hat eine adjuvante endokrine Therapie alleine ausgereicht für eine sehr gute Prognose. Und wir glauben, dass dieser Test, wie Professor Jakisch sagt, diese In-vivo-Testung vor der Operation, dass die uns helfen wird, in Zukunft die postoperative Therapie sehr viel genauer zu steuern. Ich glaube, die Zukunft wird sein, alles, was wir postoperativ machen wollen, werden wir präoperativ, neoadjuvant immer kurz testen und dann uns anhand von Biomarkern, Proliferationsmarkern, Wachstumsmarkern orientieren, ob diese Therapie wirklich wirksam ist. Jetzt im Moment ist die neoadjuvante endokrine Antihormontherapie nur eine Alternative für hormonrezeptor-positive, HER2-negative Erkrankungen, wo wir nicht operieren können, wo die Patientin aufgrund von Alter oder Komorbidität einfach nicht operabel ist. Da kann man das machen und da muss man dann den Tumor regelmäßig kontrollieren, alle 6 bis 12 Wochen. Und häufig erreicht man da erstmal eine stabile oder sogar Erkrankungsorganrückgang. Das heißt, in vivo, also im wahren Leben, im wahren Menschen testen, ob eine Therapie funktioniert. Ich muss aber jetzt trotzdem noch mal nachfragen, Herr Professor Jakisch, wenn der Tumor so viel länger im Körper ist, ist es ganz sicher, dass das kein Nachteil für die Patientin ist, weil die Sorge wird einfach oft geäußert. Also ich glaube, 2 Punkte muss man ganz klar festlegen. Nummer 1 ist, das Punktieren eines Tumors macht bei der Brustkrebserkrankung keinen Nachteil, wird ganz häufig gefragt. Der 2. Punkt ist, es ist ja nicht so, dass man nichts tut, sondern es wird ja interveniert durch diese medikamentöse Therapie. Und das, was wir gerade von Professor Schneeweiß gehört haben, ist ja der entscheidende Punkt. Wir müssen in unserem Denken uns ändern und diese Erwartung, die gerade viele Patienten auf der Angst dieser Erkrankung haben, ich muss sofort operiert werden, wird wahrscheinlich, ich glaube, da ist man jetzt nicht zu weit heraus, für viele Leute demnächst ein Nachteil werden, weil sie eine, sagen wir mal so, das Geheimnis, wie der Tumor tickt und arbeitet, das kriegen wir durch solche Sachen raus und können die Intensität der Therapie reduzieren, weil wir neue Substanzen haben, die einfach besser und zielgerichteter arbeiten, als es früher die Chemotherapie getan hat, die wir weiterhin brauchen, aber auch die Entwicklung geht weiter. Prima, das heißt ganz klares Go für die neoadjuvante systemische Therapie. Ich danke Ihnen und noch eine erfolgreiche Veranstaltung wünsche ich.